Eigentlich haben sie in Madrid 2-0 geführt, also eigentlich auch ein gutes Spiel eine Zeit lang gemacht und dann eben noch 5-2 verloren. Und jetzt ist die Unruhe sehr groß, es gibt viel Kritik auch an ihrer Person. Wie nehmen Sie sowas wahr? Verfolgen Sie das? Lesen Sie das? Und was glauben Sie, warum beim BVB immer so schnell Unruhe entsteht? Ja, das ist Kritik. Also erstmal haben Sie recht. Wir haben meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit und dann unter anderem auch mit meiner Entscheidung, mit meiner taktischen Umstellung auch ein bisschen den Faden verloren und ja, Kritik. Ich meine, wenn du Trainer bei Borussia Dortmund wirst oder Teil von Borussia Dortmund wirst, das gilt ja nicht nur für mich als Trainer, sondern auch für viele Spieler in meiner Mannschaft und auch als Verein, weil der Anspruch einfach riesig ist, ja, durch die Erfolge der letzten Jahre. Es war mir von vornherein klar. Ja, ich habe es auch letztes Jahr hautnah miterlebt, als ich Co-Trainer war und auch aus der Ferne. Deswegen, also persönlich, ich meine, die Kritik, wenn du 2-0 führst, dann eine taktische Umstellung machst und dann 5-2 verlierst, ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich nicht kritisiert werde. Es wäre ja auch ehrlich gesagt fatal, das zu denken. Ich war mir schon sehr bewusst, dass da auch Kritik aufkommen wird. Aber das ist das Schicksal eines Trainers, das ist das Schicksal eines Fußballers, dass ja, alles, was wir machen, bewertet wird, weil wir in der Öffentlichkeit das machen und damit kann ich umgehen. Ich meine, keine von den Kritikern oder von den Fans, die das kritisieren, will mehr persönlich was. Es ist ja nichts Persönliches, es ist einfach so, dass bei Erfolg werden wir auch gefeiert, bei Misserfolg ist es da, dass es da Stimmen hochkommen, ist völlig normal. Und das musst du auf dem Niveau sowohl als Spieler als auch Trainer aushalten. Ja, weil es wird auch oder gab auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel Lob, wird es auch wieder geben, bin ich mir sicher. Aber die Momente, die kommen, die musst du aushalten, weil sonst hast du bei Borussia Dortmund nichts verloren. Warum es so schnell unruhig wird bei Borussia Dortmund? Ehrlich gesagt, weil, ich habe es ja gerade schon gesagt, der Anspruch ist einfach riesig. Ja, trotzdem muss man die Realität immer im Auge behalten. Das tun wir als Verein und ich auch als Trainer und versuchen da unseren Weg zu gehen. Ich hoffe, das war ausführlich genug.